Guten Morgen. Heute ist Tag 6 bei der kleinen Reihe und heute wird es ein bisschen anstrengender. Vielleicht war es gestern auch schon anstrengend, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es wird heute ein bisschen anstrengender. Blöcke? Putztücher? Die Blöcke brauchst du gleich zum Stützen. Und die hier, da packst du deine Füße drauf und dann wird gleich der Boden poliert. Beziehungsweise du rutschst über den Boden und wir nutzen einfach diese Rutschfähigkeit, um uns etwas dynamischer in manchen Positionen zu bewegen. Oder um manche Positionen, die statisch sind, ein bisschen aufzubrechen. Ich würde sagen, es geht los. Viel Spaß. Ach so, noch ganz kurz. Die kriegst du im Doppelpack bei einem recht namhaften Drogeriegeschäft. Mit zwei Buchstaben. Vierter Buchstabe des Alphabets ist der erste. Die heißen dann Bodentücher, weil sie für den Boden sind. Zuerst brauchst du ein Tuch, das andere kommt beiseite. Wie man sieht, da legst du deine Füße drauf mit dem Fußrücken. Und dann stützt du dich auf die Blöcke. Die Blöcke haben eine Breite oder eine Tiefe von 10 cm. Es gibt auch schmalere, kleinere. Die finde ich besser zum Stützen. So, richtest dich auf. Ich nehme immer drei Finger vorne, zwei außen, stütze dich hoch, Ellbogen nach vorne, Knie hoch und halten. Das ist der erste Moment, wo es schon anstrengend wird. Halten, halten und atmen. Dann geht es langsam nach hinten raus. Und halten, halten und atmen. Langsam runtergehen. Und wieder hoch. Jetzt langsam die Knie reinziehen und wieder rausschieben. 10-mal. Sechs. Wie Tag 6. 7. 8. 9, 10. Nach vorne holen, Füße draufstellen, Po hoch. Bin nicht mehr im Bild, ist egal, es geht weiter. Hinten raus, nach vorne raus. Nach hinten raus, das wird 2, 3, 4, 5, noch 5, 6, du kannst auch langsam machen, wenn du möchtest,
8, 9, 10. Halten. Ellbeugen nochmal so ein bisschen nach vorne drehen, um die Anbindung an die Schultern etwas mehr zu stabilisieren. Langsam reinziehen. Gut. Okay. Gehen wir kurz auf Seite. Die Blöcke auch. Wir können zum Beispiel jetzt hier die Tücher als Matte nutzen. Und wir setzen uns mal sehr breitfüßig hin. Muss mir auch ein bisschen halten. Hände aufsetzen. Und dann, ganz wichtig, du kannst dich ein kleines bisschen zurücklehnen. Mach es aber nicht zu weit. Und die Fingerspitzen bleiben hier auf dem Boden. Und jetzt machen wir eine Bewegung, die Beine nach oben, 10 Mal, ohne Pause. Also, einatmen. Vorbereiten, ausatmen und dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nach vorne. Ziehen. Die Beine so weit es geht durchstrecken. Die Füße hochziehen. Und dann langsam wieder hochkommen. Zweite Runde. Finger aufsetzen. Beine hoch. Und vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5. Schön Kreise machen, keine Ostereier. 7, 8, 9, 10. Und absetzen. Wieder nach vorne. Du kannst auch gerne mal deine Füße greifen. Langsam wieder hoch. Beine nochmal hoch. 10 Mal rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder vor. Ja, mit der Übung erreichen wir den Hüftbeuge sehr schön. Also mit dem Heben. Und wir haben jetzt eben schon die Bauchmuskulatur gehabt. Jetzt haben wir gerade hier ein bisschen gestreckt. Die Beininnenseite, vielleicht auch ein klein bisschen die Beinrückseite. Und jetzt nehmen wir 2.
Beide Füße drauf. Man kann die Blöcke nehmen, man muss sie nicht nehmen. Stützt sie da drauf. Ganz wichtig, immer schön mittig stützen, sonst kann es nach vorne, nach hinten zur Seite kippen. Wieder hoch. Und hier erstmal wieder halten. Ellbeuge nach vorne rotieren. Jetzt kommen die vier Seiten der Beine dran. Das heißt, wir fangen mit links an. Linke Fuß vorne. Und wieder zusammenziehen. Auseinander 10 Mal. Drei. Ganz wichtig, hinten nicht aufdrehen, sondern gerade bleiben. 4. 5. Hintere Bein bleibt immer gestreckt. 6. 7. Vor allen Dingen beim nach vorne kommen. Wenn es nach hinten rausgeht, kannst du gerne mal so ein kleines bisschen nachgeben und reinsinken. 8. Oder wo waren wir? 9. 10. Einmal wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das kann man natürlich pro Bein noch ein paar Mal wiederholen. Jetzt geht's quer. Ich stelle mich mal quer. Jetzt auch wieder auseinander. Und wieder zusammenziehen. 1, 2, 3, 4. Je mehr du stützt, desto einfacher rutschen die Füße. Und auch je mehr du stützt, desto leichter ist es natürlich, den Po hochzukriegen. Weil wenn der Po hochgeht, folgen die Beine. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. 7, 8, 9. Machen wir halt ein paar Bonus. 10. Gut. Das letzte. Kommen die Blöcke weg. Brauchen wir jetzt nicht. Kommst auf die Hände. In eine Plankenposition. Und dann von hier ein Bein vor, unten drunter durch, eventuell Becken sinken lassen. Andere Seite. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier wird warm. Sehr schön. Letzte Runde. Einer so, einer so. Hier sind große, dicke Blöcke.
Recht gut. Mit einem Fuß drauf. Das andere Bein kommt nach vorne. Du kannst den Block als für Balance nehmen. Ansonsten machst du es freihändig. Und wir liften wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nach hinten raus. Du kannst das Knie ablegen, falls du was brauchst. Ich bin jetzt hier so ein bisschen in die Hüfte links reingesunken. Rechts natürlich auch. Kannst aufrecht bleiben. Oder ansonsten, falls dir zu viel ist, geh ein bisschen nach vorne. Wenn du dich aufrichtest und hier auf der Seite so ein bisschen mehr Zug erzeugen möchtest, runde dich eher so ein bisschen ein. Und so bringen wir jetzt wieder ein bisschen Länge rein ins System. Das, was gerade eher nicht verkürzt wurde, aber was halt quasi eher zusammengezogen wurde, bringen wir jetzt wieder ein bisschen auf Länge. Du kannst zusätzlich noch die betroffene Po-Seite mit anspannen, in dem Fall jetzt den hinteren, vom hinteren Bein. Im Video sieht es aus, als wäre es mein rechtes Bein. Ich weiß nicht, ob die das Video das irgendwie spiegelt. Naja, es ist theoretisch mein linkes Bein. Langsam wieder nach vorne. Komm hoch. Mach noch eine letzte kleine Runde. Diesmal direkt hier auf den Fuß, nicht auf den Fußrücken, sondern auf die Ballenstellen. Zehnmal noch vor und zurück. Also, eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Anderes Bein. Schon mal parat liegen. Jetzt noch einmal vorne. Ausbreiten. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein letztes Mal. Reinsinken, so ein bisschen vom Becken, hinteren Fuß kann man ablegen, du musst dich nicht stützen, du kannst auch gerne die Hand hier nach außen ablegen, wenn dir das angenehmer ist, so wie es für dich passt, mach's passend. Yoga ist Anpassung. Yoga heißt halt auch nicht auf der Stelle treten, Veränderungen quasi als Möglichkeit sehen und Yoga bedeutet auch
über den Tellerrand zu schauen. Und zwar nicht nur, was neue Positionen anbetrifft aus dem Yoga, sondern auch was Positionen aus anderen Systemen betrifft. Yoga muss nicht immer nur Yoga sein. Wenn man es mit einem yogistischen Gedanken sehen kann und ausführen kann, warum nicht? Nimm es mit in deine Routine. Du kannst jederzeit auch, ja, musst nicht immer so stringent nur Yoga machen. Mach auch mal was anderes, was vielleicht dazu passt. Aber mach's mit einem Geist von Yoga, mit einer Einstellung von Yoga oder mit einer Atemweise von Yoga. Für mich war Atmen natürlich eben schwierig mit dem Zählen, aber normalerweise kann man halt bei den Übungen, je nachdem, wie schnell man sie ausführt, relativ gut atmen, auch Ujjayi atmen. So, die Seite ist auch fertig. Komm wieder raus. Nimm dir immer Zeit, die Position aufzulösen. Noch eine letzte Sache. Als Belohnung. Blöcke ein bisschen nach vorne nehmen. Ellbogen drauf. So. Die Hände kannst du hier zusammennehmen und dann lässt du dich etwas reinsinken. Das ist die eine Möglichkeit. Du kannst auch, ich komme nochmal hoch, ich muss noch was holen. Wenn du zufällig noch einen Block hast, kannst dann auch den Block noch zwischen die Hände nehmen. Das ist das Bonbon quasi. Dadurch erzeugst du nämlich einen schönen Abstand. Du lässt dich wieder reinsinken. Und der Block sorgt dafür, dass deine Schultern schön weit bleiben. Und hier ist es vollkommen okay, wenn du so ein kleines bisschen reinsinkst, auch vom Rücken her. Solange dein Rücken das toleriert, ist es gut. Der Rücken ist hier ein bisschen wie eine Hängematte in dem Fall. Es wird natürlich verstärkt dadurch, dass du in eine Rückbeuge gehst, vom Oberkörper her, Schultern her. Und wie gesagt, wenn es dir zu viel ist, spann ein bisschen an, zieh den Bauch ein klein bisschen rein, dass dein Rücken unterstützt wird, dann hast du trotz alledem die Öffnung im Schultergürtel. Zwar nicht mehr ganz so stark, aber durchaus noch spürbar. Gut, dann komm wieder hoch. Kleiner mal beiseite tun. Ja, das war die etwas längere Session heute. Als kleine Belohnung für die letzten Tage, dass du es schon so weit geschafft hast. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei, das noch ein bisschen zu erforschen, was du vielleicht gerade vollbracht hast. Kannst dir, wenn du es mit mir da durchgemacht hast, mal auf die Schulter klopfen. Das ist schon echt ein bisschen anstrengender. Ja, wie gesagt, du kannst natürlich auch gerne die doppelte Dosis machen von den Stützpositionen und von dem Rutschen. Ja, dann noch einen schönen Tag. Der letzte Tag, der letzte Arbeitstag dieser Woche hoffentlich.
damit du auch irgendwann ins Wochenende kommst. Ja, also macht's gut. Einen schönen Tag. Namaste.